Kürze mehr darüber. Also Gary, was darf sein? Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mir bisher durchaus gefällt, was ich hier in New York so sehe. Die Mannschaft ist wie üblich sehr stark, Eastern wie Western. Ich mag San Francisco, habe aber auch eine Schwäche für Los Angeles. Okay, wir rechnen also mit New York und San Francisco im Finale. Vielleicht auch mit L.A. Hier haben Sie es zuerst gehört. Steine können dann am Ende der Saison geworfen werden. Das war's vom Sport. Zurück ins Studio. Danke, und das ist längst nicht alles. Hier ist Dan mit den Gesundheitsmeldungen. Drei weitere Angestellte im Hauptquartier am Times Square wurden diagnostiziert. Crynet haben Berichte über ein biochemisches Leck in ihrer Forschungseinrichtung in Midtown zurückgewiesen. Der Mutterkonzern Hargreave Rash konnte für einen Kommentar nicht erreichen. Bisher gibt es 127 im Labor bestätigte Fälle, aber aufgrund der Infektionsgeschwindigkeit Transportwege wurden gesperrt. Der Benzinpreis droht die gefürchtete 20. Wir müssen das Vertrauen in unsere Gesetzeshüter wieder verhandeln. Wo ist unser Militär? Los, los, los! Schwertfisch 3, Ihren Status bitte. Hier Schwertfisch 3, halten Position auf Punkt Süd 1, Teleskoptiefe. Roger, bestätige Punkt Süd 1. Schwertfisch 3, irgendwelche sichtbaren Aktivitäten an Ihrer Position? Negativzentrale, keine sichtbaren Aktivitäten. Hier ist tote Hose. Schläft der Arsch ein. Wir warten hier, bis wir den Befehl kriegen, ein paar böse Jungs umzunehmen. Ruhig Blut, Murray. Da oben sind keine bösen Jungs, Folsom. Ich sag doch, das ist eine rein humanitäre Krise. Ebola oder so eine Scheiße. Sagen Sie es ihm, Alcatraz. Was? Alcatraz redet nicht viel heute Morgen. Im Gegensatz zur gängigen Meinung ist Tequila nicht gut für die Gesundheit. Stimmt's, Al? Einfach nicken, dann wissen wir, dass Sie noch leben. Ja, alles okay. Das ist doch scheiße. Kein Mensch holt die Force Recon für eine Bergungsaktion. Da oben sind böse Jungs. Das schwöre ich. Das kann ich... Runter von mir! Achtung, Marines, wir haben neue Befehle. Los, Bewegung und Tauchausrüstung anlegen. 10 Minuten, Waffen bereit machen. Sag ich doch. Das Ebola-Virus bekämpft man nicht mit dem M16. Sie vermutlich schon. Mann, ich hab was von einer Alien-Invasion gehört. Na klar. Kommt E.T. auch? Was zum Teufel war das? Oh, verdammt. Raus hier, Leute! Zurück! Alle Mann von Bord! Ich wiederhole, alle Mann von Bord! Schwerer Schaden in Auslaut! Zentrale, wir sind getroffen! Wir sinken! Scheiße. Oh, verdammt! Ah, nein! Ah! Ich hab keine Ahnung. Du gehst uns! Bis zum Hilf dir mal jemand! Ja, ich helf dir. Und... Beeilung. Chino! Chino! Hat's nicht geschafft.
Alcatraz war der Letzte. Was ist mit diesen Leuten geschehen, Mann? Einfach nicht berühren. Hey! Die Freiheitsstatue hat wohl einiges einstecken müssen. Ja, aber noch steht sie. Sture Schlampe. Was ist das? Hey! Was zum Teufel? Was? Was ist das? Verdammt! Nein! Nein! Verdammt! Nein! U-Boot. Haben die verdammten Seth denn alle ausgeschaltet? Das kann nicht sein. Ghoul zählt auf uns. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Das Schicksal ist ein Teufel, was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Crytek, Crysis 2 und Electronic Arts präsentiert eine Crytek Produktion. Ein Zibbert Yelly Spiel. Crysis 2. Oh ja. Der, ja, als Edelshooter wird behauptet. Unglaubliche Grafik, kein schlechtes Gameplay. Und da wird jetzt nochmal der Anzug vorgestellt. Ich habe ja schon mehrmals angesagt, dass ich das machen werde. Und dadurch, dass ich jetzt die Festplatte habe, kann ich das jetzt machen. Ich hatte Probleme mit dem Sound. Das ist jetzt der erste richtige Aufnahmeversuch. Ich werde jetzt eine ganze Folge aufnehmen. Und wenn der Sound in Ordnung ist, nehme ich die Folge. Wenn nicht, kommt noch eine. Also, und jetzt Bam. Wow! Weil irgendwie kommt mir das jetzt so vor, als wäre es zu leise. Na egal. Sehen wir uns erstmal das hier ganz in Ruhe an. Ja, sind ja Art Director Magnus Labrand. Cool, der ist wie ich. Wie viele Leute wie ich heißen? Chris Brown. Ja, und das Main-Theme, was wir gerade hören, wurde von Hans Zimmer gemacht, den ich persönlich sehr feiere, den Typen. Der macht echt geile Lieder. Oder Komposition. So besser wahrscheinlich gesagt. Und jetzt Hulk Power. Ich glaube, es war einer mit der ersten Trailer, die veröffentlicht wurden von Crysis 2. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, der wurde mit als erstes veröffentlicht. Wo gezeigt wurde, wie der Anzug ist. Oh ja, jetzt geht's los. Crysis
2. Zweite Chance. PR Battery Park, New York, 23. August, 6.37 Uhr. Wer ist das? Warum liegt hier eine Waffe? Was ist passiert? Verdammt! Alcatraz, mehr kann ich nicht tun. Was? Und zwar für keinen von uns. Was denn? Sie sind meine letzte Chance. Ghouls letzte Chance. Die letzte Chance für uns alle. Ich bin verbraucht. Eine wandelnde Leiche. Ich bin verseucht. Aber Sie, Sie können diese Sache zu Ende bringen. Sie müssen es tun. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im Krieg. Oh ja, ein letzter Wunsch. Er lässt mich nicht einfach gehen. Symbiose. Muss die Verbindung kappen. Hab ihnen den Anzug gegeben und damit mein Leben. Versprechen Sie mir. Gut. Das ist alles, was ich tun kann. Sie sind alles, was ich tun kann. Man hat mich Prophet genannt. Vergessen Sie mich nicht. Finde und beschütze Nathan Gould. Knacke das vorige Schloss. Das war Prophet. Ja, und da sage ich nochmal Hallo und willkommen zu Crysis 2. Ja, da wollte ich nochmal mindestens einmal den Vorgänger spielen, bevor ich Crysis 3 mache. Und ich mir das auch gerade nicht leisten kann, deshalb mache ich das erstmal auch zum Teil als Ersatz. Ich habe das Spiel immer nur... Wo sind hier die Spermaspuren? Wo sind sie? Ich habe das Spiel immer nur angespielt, also nie richtig... durchgespielt, das ist am fertigsten. Und das Spiel ist eigentlich richtig geil. Ich weiß nie, warum ich es nicht durchgespielt habe, aber jetzt habe ich wenigstens nochmal einen Grund, das durchzuspielen. Und jetzt mache ich das auch. Und jetzt holen wir uns erstmal das hier an. Hier spricht Dr. Akila Roy, E-Med-Krisenteam 1. Heute ist der 5. Tag und wir haben praktisch noch keine Fortschritte beim Aufhalten der Infektion mit dem Manhattan-Virus gemacht. Viruzide zeigen vorübergehend Wirkung, vor allem Tramarovax und seine Generika. Aber letztlich schreitet der Prozess doch immer weiter voran. Wir können nichts anderes tun. Akila, du solltest jetzt wirklich nicht politisch werden. Nein, Jeff, Sie müssen es wissen. Ich möchte etwas zu Protokoll geben. Nach Ausrufung des Kriegsrechts hat Cell sich brutal und rücksichtslos verhalten. Ganz was Neues. Diese Kerle von dem... Aufgabe nicht gewachsen und je schlimmer die Lage wird, desto brutaler gehen sie vor. Und nach der Abriegelung der gesamten Insel auf Befehl von Commander Lockhart... Hey, das geht nicht. Akila! Was zum Teufel machen Sie da eigentlich? Aus dem Weg, Doc. Es ist zu Ihrem Besten. Ja, da ging wohl voll die Scheiße ab, ne? Richtig Hardcore-mäßig und so. Finde ich ja gar nicht gut. Prophet, hier ist Gold. Nein, Alcatraz. Nein. Ja. Ne? Prophet? Hören Sie mir zu. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören, aber die sind hinter Ihnen her. Sie müssen diese Marines finden.
Welche Marines? Na egal. Erstmal. Ja, okay. Das hat sich geklärt. Oha. Und, Alter, für solche Szenen müsste man das Spiel eigentlich schon vergolden, Alter. Alter, es ist so geil einfach nur. So fucking schön, Alter. System Override. Systeme online. Bedrohung entdeckt. Der taktische Weiser bewirkt eine verbesserte Schlachtfeldübersicht. Du kannst auf Waffen, Ausrüstung und taktische Möglichkeiten scannen. Die Suchfunktion des Weisers ermöglicht dir die Beobachtung aus sicherer Entfernung. Geht klar. Der Visor. Zell sucht in der gesamten Downtown nach Ihnen. Ich sende Ihnen meine Koordinaten. Sie müssen hier raufkommen. Das Bein ist irgendwie kommt das komisch rüber mit dem Bein hier. Wenn ich hocke. Ich guck nicht drauf. Oh, das ist bärstig. Aber ey, ich hab Arsch, ich bin ganz schön viele Kugeln verschossen. Auf den Typen. Ja. Yeah. Hopp. Hopp. Hä? Am Arsch habt ihr mich gesehen. Deine Mutter. Ja, ich hab schon überlegt, wie mache ich das? Komm her, Nutze. Bam, bam, bam. Prügel ein. Ich hab schon überlegt, ob ich das eher taktisch mache, also stealth-mäßig halt schleichen, oder ob ich da einfach alles wegbratze, was mir vor die Linse kommt. Hier, ne? Einfach. Hab ich überlegt. Ah, und ich weiß halt nicht, ne? Was mache ich jetzt? Muss ich nochmal überlegen. Ja, und anscheinend geht's hier voll üble Scheiße mit ihm ab. Aber naja. Wollen wir mal. Ja, doch, wollen wir mal weiter. Ja. Gehen wir mal. So. Die Musik ist einfach so episch in dem Spiel. Das kann ich immer wieder nur loben, ey. System Overhead. Ja, was war das, ne? Da unten links? E-Tarnmodus aktivieren. Dann machen wir das mal. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Unten rechts sieht man das. Das stimmt, die verbraucht echt viel. Oh. Manchmal bin ich Bobby-mäßig. Jetzt bist du gefickt! Ja, komm, dann mach ich mal kurz Stealth hier. Oh, hier liegt einer. Wie muss ich denn rumgehen, Alter? Tarnfeld
aktiviert. Ja, macht immer. Was geht ihr beide auf mich zu? Ja, geht ja lang, du kleiner Mongo. Jetzt krieg ich dich, du. Lolle, Junge. Weg damit. Der Müll muss weggeschafft werden. Da ist die andere Hand. Ja, warte. Ich melde mich mal. Hey, guck mal. Hinter dir. So. Aber komm hier, Bella. Bam. Geile Explosion. Muss auch nochmal sein. Ja, ich würde sagen, ich hab mal hier. Ja, cool, jetzt würde ich mal was sagen, ne? So, sieht man fett. So, ich hab mal das Spiel ein bisschen gezeigt, ne? Den Anfang schon mal. Hier mache ich dann nochmal eine Pause und guck auch mal, ob der Sound okay ist. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann.